Die neuen Arisu Geschenkboxen sind da. Rot oder blau? Für welche Box entscheidest du dich? Unter shop.arisu.de. Oh ja, das bin ich an einem Flughafen. Und tatsächlich sehe ich sogar gerade, dass mein Flug 2370 gerade am Starten ist. Na dann würde ich mal sagen, legen wir los. Das, meine werten Damen und Herren, ist mal wieder ein neues kleines Spielchen, wo wir uns tatsächlich wieder in ein Flugzeug reinsetzen können, um mitzufliegen. Bevor wir aber mitfliegen, hole ich mir natürlich meine obligatorische Taschenlampe, damit es nicht zu dunkel wird. Und dann würde ich mal sagen, steigen wir noch schnell ein in dieses Gate da, weil ich glaube, da haben wir noch einen ganz kleinen Platz. Und da sitzen wir drinne. Und tatsächlich kriegen wir vielleicht, wenn wir Glück haben, einen vollen Flieger. Okay, das dürfte wahrscheinlich... Es geht schon los. Und der volle Flieger ist auch schon ready. Na, das wird jetzt mal wieder eine spannende Geschichte. Oh Mann. Also Leute, das wird wahrscheinlich wieder eine kleine, gruselige Geschichte. Das heißt also, falls ihr gruselige Geschichten nicht so mögt, ja, dann würde ich sagen, dann nicht am besten gucken. Aber das alles hier sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist, glaube ich, mein Sitz. 11C. Da muss ich sitzen. Oh, schön. Na gut. Kann ich auch meinen Kopf drauf drehen, wenn ich auf diesem Ding bin? Nein. Oh, kann ich drauf drehen, wenn ich einfach nur drauf stehe? Und wenn ich mich... Oh, nee, wenn ich mich hinsetze, hört sofort auf. Ah, guck mal. Merkt ihr? Das Flugzeug ist irgendwie schräg. Okay, nee, ich muss jetzt auf meinen Platz. So. Hä, was macht der auf meinem Platz? Was soll das? Hey, hören Sie mal bitte auf, junger Mann. Finde deinen Platz in 40 Sekunden. Achso, das heißt, wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, um uns umzugucken. Das ist aber eine gute Sache. Da ist ein Ausgang. Also damit wir uns schon mal so ein bisschen hier auseinandersetzen können, wie das hier alles aussieht. Boah, was? Hier gibt es sogar so richtige First-Class-Sitze. Aber ich würde auch voll gerne in die erste Klasse oder so. Naja, okay, gut. Also hier hinten ist übrigens Toilette oder wie, gell? Das war Toilette hier hinten so. Ah, guck mal, hier kann man auch sitzen. Hier sitzt die Flugassistentin. Ah, okay. So, jetzt müssen wir uns aber schnell hinsetzen, bevor wir jetzt hier rausgeworfen werden, weil ich glaube, diejenigen, die sich hier nicht hinsetzen, die werden demnächst wahrscheinlich hier Probleme bekommen oder sowas in der Art. Und ich glaube, die Typen, die sich jetzt nicht hinsetzen, die werden, glaube ich, sogar einfach gleich verschwinden. Das wird, glaube ich, gleich eine richtig lustige Sache. Okay, jetzt startet der Flug. Okidoki. Es geht los. Oh Gott, der Flug geht los, der Flug geht los. Oh Gott, was passiert hier, was passiert hier? Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Okay, also ein Flug startet normalerweise immer so. Oh, man kann sogar aus dem Fenster rausgucken. Guck mal, da ist sogar der Fensterflug. Okay, gut. So startet also die Map. Hallo, werte Passagiere. Wir sind nun auf einer Flugstrecke auf unserer normalen Flugstrecke angelangt. Fühlt euch frei, eure Sitze zu verlassen und dieses Flugzeug ein wenig zu erkunden. Na gut, okay. Ich habe hier anscheinend ein paar Fans, die mir hinterherlaufen. Guck mal, ich laufe hier hin, die laufen auch hier hin. Dann laufe ich auf die andere Seite, dann laufen die auch auf die andere Seite. Ah ja. Okay, verstehe. Okay, gut, dann werde ich jetzt erstmal hier das Flugzeug erkunden. Ich möchte am besten hier ein bisschen Business Class sitzen. Oder irgendwie sowas in der Art. Was ist denn ganz vorne? Wir haben gar nicht... Oh! Oh, oh. Das ist eigentlich genau das, was ich nicht erleben möchte in einem Flugzeug. Aber zum Glück habe ich mir eine Taschenlampe mitgenommen. Ladies and Gentlemen, es sieht so aus, als ob wir einen unerwarteten Stromausfall haben. Okay. Bitte bleibt sitzen, währenddessen ich versuche, diese Situation hier wieder hinzubekommen. Okay, das sieht nicht gut aus. Also draußen ist dunkel. Und tatsächlich ist hier das Licht ausgefallen. Ich schwöre euch, ich habe irgendwas gehört. Was ist das an der rechten... Am rechten Motor ist irgendein Monster. Und ich höre es sogar. Was ist das denn? Wo ist das Monster? Das war doch gerade eben da noch, oder? Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hab ich mich erschrocken! Oh! Oh mein Gott! Das ist der absolute Wahnsinn! Wir müssen schnell von hier weg. Hier ist ein Monster ins Flugzeug reingekommen. Währenddessen wir hier am Fliegen sind, ist es hier irgendwo. Es hat gerade eben versucht, über das Fenster hereinzukommen. Okay. Wo ist es denn? Ich kann es gerade nicht sehen. Muss ja irgendwo... Oh mein Gott, hat mich das gerade erschrocken. Da hinten ist es. Es früher. Oh mein Gott. Da vorne ist es. Es hat sich teleportiert. Oh nein, es frisst gerade ein Passagier auf. Der arme Passagier. Oh, er ist... Okay, es hat sich wieder umteleportiert. Wo ist es jetzt? Bisschen schnell von hier weg. Die Flugpassagiere... Die sehen noch immer ganz glücklich aus. Aber ich nicht mehr. Wo ist er? Er ist da vorne wieder. Oh nein, er frisst das Mädchen oder den pinken Jungen. Oh, er hat ihn gefressen. Wo ist er hin?
Er hat sich wieder irgendwo hin teleportiert. Was ist das? Es sieht so aus, als ob wir ein Riesenproblem bekommen. Okay. Sieht so aus, als ob wir... Perfekt. Es sieht so aus, als ob wir das Problem gelöst haben. Es tut mir wirklich leid. Wow. Dieser Flugzeugtyp, dieser Captain, hat ja anscheinend wirklich gute Flugkünste drauf. Okay, wir werden jetzt erstmal ein bisschen Pizza essen. Hey, da war ein Monster, was uns gerade eben angegriffen hat. Ja, aber wirklich, warum essen wir jetzt auf einmal Pizza? Diese Flugassistentinnen sind mir irgendwie nicht geheuer. Es kann doch nicht sein, dass die auf einmal sagen, dass sie ja auf einmal Pizza gegessen wird. Ich werde diese Pizza nicht essen. Ich weiß ganz genau, dass diese Pizza hundertprozentig vergiftet ist. Irgendwas muss hier nicht stimmen. Die Pizza ist übrigens immer vergiftet. Ihr dürft die nie essen. Das ist immer die Hauptregel bei solchen Geschichten. Ess niemals die Pizza. Oh Mann, diese Leute hier sind echt verrückt, Mann. Okay, was machen die Flugassistentinnen denn da? Jetzt gucken die einfach hier gegen die Wand. Die teleportieren sich jetzt auf ihre Sitze. Okay, sieht so aus, als ob wir jetzt irgendwas Neues bekommen. Der Co-Pilot hat sich gemeldet. Hallo übrigens alle, das ist hier spricht gerade Ihr Co-Pilot. Es sieht so aus, als ob wir irgendwie durch einen Sturm oder sowas fliegen und uns Turbulenzen erwarten können. Turbulenzen? Oh. Ja, naja, auf jeden Fall würden wir euch gerne alle fragen, auf eure Sitze alle wieder zurückzukehren. Vielen lieben Dank. Ja, ich verstehe. Okay. Oh, okay, alles klar, ich sollte mich wirklich auf meinen Sitz begeben. Ich glaube, 11E war mein Sitz. Nein, irgendein Elfersitz. Oder C, 10 war doch mein Sitz. Welcher Sitz war meiner? Der 9er? War der... Ne, 11C. 11C, das war meiner. Perfekt, ich sitze. Okay, alles klärchen. So, dann würde ich mal sagen, wir sind jetzt auf jeden Fall hier am Start. Oh Mann, wir haben wieder Turbulenzen. Okay, alles klar. Ganz schwierig. Oh nein, der Motor ist in Feuer. Was? Der Motor ist in Feuer? Das kann nicht sein. Oh nein. Weißt du, was macht man bei so einer Situation? Der Typ bleibt einfach so ganz gechillt sitzen, gell, so. Naja, eigentlich alles chillig so. Oh Gott. Schnell, holt euch eine Jacke, so eine Rettungsjacke. Okay, ich glaube, ich habe eine. Oder muss ich meine holen? Was? Okay, ich habe mir eine geholt. Okay, ich habe eine angezogen. Guck mal, sieht voll cool aus, Alter. Okay, ich habe mir eine angezogen. Oh nein, das Ding wird jetzt crashen. Das sieht richtig schlimm aus. Okay, holt euch alle eine Schwimmjacke. Was ist mit dem hier? Okay, er hat sich auch eine Jacke geholt. Alles klar. Okay, es geht wahrscheinlich los. Es geht los. Oh mein Gott, jetzt stürzen wir wahrscheinlich ab. Es geht los. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Was ist hier passiert? Wir sind alle am Leben. Okay, schnell aus dem Wasser raus. Schnell, alle auf den Flugzeugflügel. Oh nein, da ist jemand gestorben. Paprika ist gestorben. Viele haben viel Schaden bekommen. Wir sind dementsprechend noch ein bisschen glücklich und haben tatsächlich ein bisschen weniger Schaden bekommen. Das ist ganz gut. Okay, kommen wir auf den schwebenden Flügel. Alles klar. Gut, was macht man in so einer Situation? Ich bin mir nicht ganz sicher. Einfach stehen. Was ist das für ein Geräusch? Welches Geräusch meinst du, Messel? Welches Geräusch? Hä? Wo denn? Was soll der denn sein? Ein Hai? Wo ist ein Hai? Ich sehe kein Hai. Hier kann kein Hai sein. Das ist nicht wahr. Wo ist der denn? Hey, schnell! Das Ding driftet weg. Oh mein Gott, wir müssen mit dem Flügel laufen. Oh, oh, da kommt... Nein! Ah, da ist er! Oh, er kommt da... Oh! Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh, ich muss schnell wieder auf den Flügel drauf. Okay, ich bin drauf. Oh lol, der eine springt sogar bis zum Ende durch. Okay, der Flügel treibt Richtung Insel. Wir stranden an einer Insel, so wie es aussieht. Und hinter uns ist einfach dieser Hai, gell? Oh, der sieht eigentlich so schon ganz nett aus, der Hai. Guckt euch den mal an. Oh nein, der Hai isst den. Oh, okay, alles gut. Wir sind wieder da. Okay, schön wieder zurück. So, jetzt sind wir auf einer Insel. Ah, schön sieht's hier aus. Eine tolle Insel. Oh, hast du nicht recht? Hab ich nicht recht, kleiner Hai? Oh, wer ist ein kleiner... Oh, 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 der Hai rastet richtig aus. Guckt euch das mal an. Der hat richtig Hunger so. Der will richtig essen. Was? Oh mein Gott, der eine Typ ärgert den Hai einfach.
Okay, alles Klärchen. Puh, okay. Ich glaube, wir haben es geschafft, Mann. Ich denke auch. Ich bin mir relativ sicher, das ist hier eigentlich ein ganz tropischer und toller Ort. Hier wird bestimmt gar nichts passieren. Hier wird bestimmt ein ganz tolles Leben auf uns warten. Ach, diese ganzen engen Bäume und alles dunkel, schön im Schatten. Hier wird bestimmt kein Monster auf uns warten, so wie immer. Irgendwann, also ich frage mich auch, wann die ersten Leute sterben, die diese Pizza gegessen haben. Ich schwöre euch, diese Pizza ist bestimmt vergiftet. 100% irgendwas ist vergiftet einfach wieder. Ich glaube, wir müssen gleich Holz sammeln bestimmt wieder. Okay, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal ein bisschen essen und ein bisschen irgendwas zum Bauen finden, ne? Für unser Lager. Irgendwo muss auf jeden Fall ein bisschen Essen in diesem Wald liegen. Na, Danny, dann lass uns mal was suchen. Was haben wir denn da? Hier ist eine, finde etwas zu essen. Das Äpfel. So, Äpfel gefunden. Oh, so schnell geht's, ha? Da habe ich die Äpfel gefunden. Hey, ich habe ein paar Äpfel gefunden für uns zum Essen, sagt Arizulino. Ach, Arizulino, das habe ich mal wieder gut gemacht. So, wahrscheinlich müssen wir als nächstes irgendwas anderes holen. Wahrscheinlich Holz oder so. So Holz, was hier gestrandet ist, könnte ich mir gut vorstellen. Weil wir müssen uns doch noch ein Häuschen bauen, oder nicht? Oh, wir können hier sogar gar nicht rauslaufen. So wie es aussieht, müssen wir erstmal den Apfel essen. Aber den Apfel esse ich auch nicht. Ich esse gar nichts davon. Oh, der eine hat ihn gegessen. Der Messel hat ihn gegessen. Warte! Was ist mit diesem Monster, was wir übrigens gesehen haben? Was, wenn es hier ist? Sag mal, warum ist denn auf einmal... warum ist denn hier auf einmal der Himmel so dunkel geworden? Was soll das denn? Was ist, wenn das Monster mit uns hier ist? Diskutiere über das komische Monster, was du vorher gesehen hast. Es wird höchstwahrscheinlich einfach in dieser komischen Höhle da stranden. Hundertprozentig. Ich bin mir sicher, dass es da drinne sein wird. Das ist doch, das sieht so aus wie so ein Platz, wo Monster geboren werden in so einer Höhle. Oh, Mann. Okay, ich bin mir nicht sicher, was wir jetzt tun sollen. Ich glaube, wir brauchen Holz. Wir müssen uns doch ein Haus bauen oder sowas in der Art. Ich weiß gar nicht, wie man sowas alles macht. Wisst ihr, das Ganze verdreht mir den Kopf. Oh, das ist ja ganz schön viel. Warte mal, oder ich mache so einen kleinen Tanz, so ein bisschen Hype-Dance. Yeah, yeah, yeah. Okay, gut, was soll man da tun? Ich glaube, wir müssen auf das Monster warten. Wahrscheinlich kommt es gleich. Gleich kommt das Monster. Es hat angefangen zu regnen. Oh, jetzt müssen wir in die Höhle rein. Okay, alles Klärchen. Gut, alles gerettet. So, und hier drinnen kann man auch eine Runde tanzen. Oder, warte mal. Oder dieser Regen verdreht mir den Kopf. So. Jetzt müssen wir hier drinnen bleiben. Also wir haben tatsächlich schon die Höhle gefunden, ne? Das heißt, wir müssen hier drinnen nur noch eine Runde chillen. So, jetzt haben wir genug gechillt. Das war's. Die Chillerei hat ein Ende. Was? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh, wir standen gerade eben einfach. Die Höhle ist zusammengestürzt. Ach, die waren einfach zu faul, um diese Höhle zu animieren. Das ist, ey. Ich habe sogar das Gefühl, das ganze Ding hier, das habe ich schon mal sogar gespielt. Nur, dass halt ein bisschen was anders gemacht wurde. Schnell, bevor das Ganze hier zusammenbricht. Okay. Oh Gott, oh Gott. Dann lass mal hier kurz rüberspringen. So, Dele. Na, also muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht zu kurz springt. So, aber es ist auf jeden Fall machbar, das ganze Ding hier zu machen. Ich glaube sogar, das letzte Jump'n'Run war auch so ein bisschen ähnlich wie das hier aufgebaut, nur ein bisschen anders. So, jetzt sind wir aber als wir sind sogar als allererster hier hochgekommen. Juhu! Yeeha! Yabadabadu! So, aber hier oben müssen wir wahrscheinlich noch was machen. Ich glaube, hier wird wahrscheinlich nochmal was aufgehen. Das sieht so aus, als ob das aufgehen wird. So, mal gucken, haben es alle geschafft oder wie viele Leute sind gestorben? Ich glaube, ganz schön viele sogar. So, also entweder wir müssen hier lang oder wir müssen da lang, aber da ist ein riesiger Stein. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Also der Messel, der hat übrigens auch diesen Apfel gegessen, ne? Es kann sein, dass die Leute, die den Apfel gegessen haben, dass die jetzt sterben werden. Aber wisst ihr, ich habe aus Erfahrung einfach gelernt, esse niemals die Dinge, die du in diesem Spiel bekommst. Wenn du einen Apfel bekommst oder eine Pizza bekommst, niemals essen. Ja. Oh. Was ist das denn? Das ganze Ding geht einfach von alleine auf. Was soll das denn sein? Wow, wir sind entkommen. Hä? Oh mein Gott. Guck mal, da fallen einfach so Steine da runter. Oh, das Jump'n'Run geht gerade kaputt, so wie es aussieht. Na gut, okay. So wie es aussieht, ist das hier ein toller, ruhiger Ort. Jetzt sind wir entkommen. Kurz in der Höhle gewesen. Und jetzt ist es Nacht. Und wir haben uns kein Haus gebaut. Toll. Das ist ein kleines Problemchen. Okay, hier ist noch ein bisschen Holz. Vielleicht müssen wir Holz noch sammeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hinten ist ein Flugzeug. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, das kann ein Problem geben. Es fühlt sich so an, als ob ich beobachtet werde. Okay. Das klingt nicht so gut. Oh nein! Renn in die Höhle, schnell! Ah! Oh Gott. Okay, schnell in die Höhle reinrennen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Monster verfolgt uns.
Oh, das ist der falsche Weg gewesen. Dann müssen wir hier weiter entlang. Jetzt müssen wir schnell das Labyrinth hier irgendwie lösen. Schnell das Labyrinth lösen, bevor uns das Monster holt. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich bin durch, ich bin durch, ich bin durch. Okay, ich bin raus. Ich bin wieder raus. Okay, ich glaube, hier müssen wir bleiben. Okidoki. Die anderen müssen da doch auch irgendwo kommen. Oh Gott, dieses Monster. So schlimm, gell? Das müsste ja eigentlich auch gleich da rauskommen, das Monster, oder? Und wir können hier noch eine Runde chillen. Einfach mal im Shop gucken, was es so gibt. Ach, im Shop gibt es nicht so viele tolle Sachen. Nö. Gibt es nichts Besonderes. Okay. Aber da gibt es auch nichts. Das sieht schon interessant aus. Die ganzen Leute hier sind total aufgeregt. Kommt das Monster jetzt da raus? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich schon, ne? Okay. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Okay, alles klar. Ja, was machen wir jetzt? Es ist dunkel. Ich habe nur eine Taschenlampe, eine kleine. Da hinten ist die Höhle, wo wir rausgekommen sind. Alter, wir laufen einfach alle hinterher, gell? So richtig, die ganzen Leute laufen mir einfach alle hinterher. Guck dich mal an. Guck mal. So, als ob ich so ein Magnet für die bin, gell? Na gut, okay. Dann muss ich wahrscheinlich dieses Team leiten, so wie es aussieht. Dann laufen wir mal nach da, Team. Guck mal, wenn ich jetzt hier um den Baum laufe, laufen die auch mit mir um den Baum. Oh mein Gott. Okay, dann lass mal gucken. Was machen wir hier? Aha. Was? Ich wurde eingesperrt. Hä? Jungs, hey, hier. Hey! Warte! Wo ist Aerosolino hin? Hey, ich bin hier eingesperrt worden in diesem Ding! Was soll das denn werden? Ich schaff das nicht. Ich schaff das einfach nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh mein Gott, finde Aerosolino. Jungs, ich bin hier drin! Ich bin hier drin, ich bin hier drin! Ich bin hier! Ihr müsst mich hier rausholen! Oh nein, ich habe meine Kameraeinstellung wieder verändert. Oh, das ist nicht gut. Oh. Okay, okay. Ich bin geliefert. Ich glaube, ich bin geliefert. Ich glaube, das war's für mich. Jungs, ihr müsst mich finden. Ich bin im Dix drin. Da, sie haben mich gefunden. Oh mein Gott. Ich habe Aerosolino gefunden. Oh, sehr gut. Okay, gute Sache, Jungs. Danke euch. Wir müssen irgendwas finden, um dieses Ding zu befreien. Ich bitte euch, bitte tötet mich nicht. Okay. Finde irgendwas aus dem Flugzeug-Ding kaputtteil, um Aerosolino hier rauszuholen. Ja, mega. Okay, das heißt also, irgendwas muss hier jetzt drin sein oder so, was hier sozusagen mich jetzt rausholt. Ich bin geliefert, die werden nie im Leben irgendwas rausfinden. Da steht dran, finde ein Werkzeug von dem Flugzeug, was kaputt gegangen ist. Und das ist am Strand da unten. Da läuft aber einer hin. Okay, einer hat genug Gehirn. Okay, finde ich gut. Super, mein Team befreit mich. Oh, perfekt. Hat er was? Ich habe was gefunden. Der Dani Gaming hat es gefunden. Sehr gut gemacht, Dani Gaming. Okay, unten an der Küste hat er was gefunden. Gut gemacht, Dani Gaming. Ja, er hat mich frei gemacht. Ich bin wieder raus. Ich bin frei. Okay. Oh Mann, das Monster war wirklich gruselig. Was ist das denn, Alter? Das ist ja das Schlimmste, was es überhaupt nur gibt. Und Hauptsache, warum wurde ich denn eingesperrt? Dieses Licht macht mich verrückt. Guck mal, ich kann dieses Licht auch so bewegen, wie ich möchte, gell? So, ja, was macht man da? Also hier sind Sitze. Da ist übrigens gerade einer ins Wasser gesprungen und einfach gestorben. Das war der gute Messel. Macht man jetzt als nächstes? Das ist die Frage. Diese Geschichten über Geschichten. Ich glaube, wir benötigen irgendwas. Wir benötigen so eine Art Holz oder sowas. Das müssen wir machen. Unser Team steht bereit. Nur wissen wir nicht so ganz, was wir noch tun sollen. Ich fühle mich irgendwie nicht so gut. Oh nein. Die Äpfel waren verrottet. Ja, seht ihr? Die darf man nicht essen. Die darf man nicht essen, ich hab euch das gesagt. Oh nein. Die zwei Jungs sind einfach gestorben und die haben diese verrotteten Äpfel gegessen. Oh nein. Das heißt nur noch TWTTWTWTWTWTF und ich sind die einzigen, die jetzt hier noch spielen können. Okay, das heißt, wir beide, Kumpel, wir sind jetzt die einzigen Überlebenden hier. Du darfst nicht sterben, okay? Deswegen, Leute, merkt euch das. Guck mal, was er für ein Zeichen gezeigt hat. So, ich habe keine Ahnung. Oh, Mann. Was soll ich ihm denn zeigen? Ich sag ihm, hi. Oh, Mist. Okay, was sollen wir jetzt machen? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, Leute, wir müssen irgendwie ein Feuer oder sowas anzünden, weil es wird irgendwie dunkel und sowas. Dunkel und nass. Das heißt, wir müssen also Holz sammeln. Zu zweit einfach. Okay, lass uns aufteilen. Einer holt das Holz, der andere macht das Feuer oben.
Ja, wer will von uns was machen, Kumpel? Achso, wir müssen nur drei finden. Okay, dann haben wir eins gefunden. Dann können wir gleich noch ein zweites finden. So, da hinten ist noch ein zweites. Ich kann meine Kamera komischerweise nicht mehr so ganz nah dran machen, komischerweise. So, jetzt brauchen wir noch ein drittes Holzlein. Das ist da. So, und dann müssen wir auch schon hoch. Und dann können wir ganz nach oben gehen und jetzt unser Feuer anmachen. Und ich habe das Gefühl, wir sind sogar schon fast gegen das Ende. Irgendwann wird jetzt gleich wieder das Monster kommen. Es muss eigentlich gleich wieder kommen. Okay, so, dann lass mich jetzt nochmal kurz mit meiner, mit meiner Flinthalskette ein Feuer machen, ne? Hä? Was ist los? Was ist los, Mann? Wir haben doch einfach nur das Feuer angemacht. Das ist doch alles in Ordnung, oder? Ich kann nicht mal mehr Licht machen. Selbst meine Taschenlampe reicht nicht mehr aus, um Licht zu machen. Ah! Oh Gott. Ich hasse das. Oh, da ist das Monster. Ah, renn! Oh mein Gott. Der Berg fängt an zu brennen. Der Berg fängt an zu brennen. Das Feuer verteilt sich. Schnell renn weg von den Bäumen. Oh mein Gott, die Bäume. Die Bäume gehen kaputt. Die Bäume gehen kaputt. Das ganze Ding bricht ein. Alles brennt hier. Okay, ich muss auch weg von den Palmen. Ich muss auch weg von den Palmen. Oh Gott, die Palmen brechen auch ein. Alles bricht ein. Oh, wo kann man sich denn da am besten verstecken? Du, ich habe keine Ahnung. Du. ja. Naja, in so einer Gefahrensituation, dieses Feuer ist wirklich sehr krass außer Kontrolle geraten. Ja, das denke ich auch. Ich bin mir sehr relativ sicher, dass es sogar außer Kontrolle geraten ist. Hör zu, ich glaube, ich bleib hier mal stehen. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht muss ich zu dem Flugzeug nach da hinten gehen. Oh nein, das sieht nach einem echt nicht so guten Waldbrand aus. Naja. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich auch noch nie einen guten Waldbrand gesehen. Aber ich glaube, das war eher das Monster. Ja. Oh, es wird Tag. Okay. Und die ersten Sonnenstrahlen kommen wieder herbei. Naja, aber Feuer interessiert es eher weniger, ob es jetzt Tag oder Nacht ist. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die Taschenlampe kann ich ja schon mal wegmachen. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Das ganze Ding brennt ab. Na, toll. Was sollen wir jetzt tun? Wo ist unser Kumpel? Was? Unser Kumpel ist gestorben! Ich bin alleine! Oh nein, was sollen wir tun? Oh nein, was sollen wir tun? Oh, ich überlebe immer ganz alleine diese Geschichten. Warum bin ich der Einzige immer, der das überlebt? Okay, warte. Ist das etwa ein Rettungshelikopter? Wo? Wo ist ein Rettungshelikopter? Ja! Die müssten den Rauch gesehen haben. Wo ist ein Rettungshelikopter? Ich kann nirgendwo einen Rettungshelikopter sehen. Yay? Wo ist hier ein Rettungshelikopter? Oh mein Gott. Da ist wirklich... Er kann hier nicht landen. Oh nein, oh nein, oh nein. Wo kann er denn landen? Er muss doch irgendwo hier in der Nähe landen können, oder nicht? Rettungshelikopter da oben. Oh, er hat mir ein Seil zugeworfen und er ist da oben. Oh mein Gott. Er kann uns endlich abholen. Das ist mein... Los, los, los. Jetzt muss ich schnell zum Helikopter und einfach nur das Seil mitnehmen. Und ich hab es. Ich bin oben. Warte. Aua, aua, aua. So, okay. Ich muss so hochklettern. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin... Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab gewonnen. Das ist die Urlaubsgeschichte gewesen. Das, meine werten Damen und Herren, ist das Ende von der Geschichte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch wieder gefallen hat. Falls ja, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es mal wieder eine besondere Geschichte gibt. Haut rein, Leute, und ciao!